Mit einem Riesenaufschlag hat Apple gleich drei neue Geräte vorgestellt. Das iPhone 6, das iPhone 6 Plus und die neue iWatch, oh Verzeihung, die Apple Watch. Was aber ist wirklich neu und was ist von den Geräten zu halten? Das iPhone 6 gibt es gleich im Doppelpack, nämlich einmal als iPhone 6 und als iPhone 6 Plus. Die größte Neuerung, und das ist wirklich eine Revolution für die Apple-Welt zumindest, die neuen Modelle sind beide größer geworden. Bisher hatte man sich daran gewöhnt, iPhone 5, 5C, 5S, 4 Zoll Display-Diagonale, jetzt sind es 4,7 Zoll beim iPhone 6 und sogar 5,5 Zoll beim iPhone 6 Plus, also eine regelrechte Phablet-Kategorie, der sich da Apple anschließt. Ja, was ist außer dem großen Bildschirm neu? Die Pixel sind natürlich mehr geworden auf dem Display, sodass beim iPhone 6 die Bildschärfe exakt gleich geblieben ist. Beim iPhone 6 Plus ist es sogar noch ein bisschen schärfer geworden. Nicht mitgemacht hat Apple den Trend zu Quad-HD-Displays, das heißt Handys, die nochmal deutlich mehr Pixel als so ein Full-HD-Fernseher haben. Ja, im Test ist da zum Beispiel LG mit dem G3 vorangeschritten. Allerdings muss man sagen, aus meiner Sicht eine gute Entscheidung, denn diesen Zuwachs an Schärfe, den sieht man wirklich nur noch, wenn man ganz, ganz genau hinschaut, bringt also nichts. Was gibt es sonst an Neuigkeiten? Apple hat technisch einfach nochmal nachgezogen. Das heißt, das WLAN ist ein bisschen schneller geworden. Es gibt den neuen AC-Standard. LTE ist auf 150 Mbps gestiegen. Ja, nette Sache, macht in der Praxis jetzt aber keinen Unterschied. Dann bei der Kamera ist auf den ersten Blick hat sich da nicht viel getan. Es ist bei 8 Megapixel geblieben. Das ist für alle anderen Hersteller eigentlich eher dann so untere Mittelklasse. Aber man muss sagen, dass Apple hier im Detail doch nochmal einiges an Funktionen nachgelegt hat. Zeitlupen-Videos sind zum Beispiel jetzt noch möglich mit besserer Qualität, besserer Zögerung. Panorama-Aufnahmen sind mit bis zu 43 Megapixeln, wenn man da also mehrere Fotos kombiniert möglich, und bei der Belichtung und dem ganzen System hat sich auch noch mal einiges getan. Also da bleibt es noch mal im Test abzuwarten, aber der erste Eindruck sieht schon mal so aus, als gäbe es da Innovationen, die wirklich in der praktischen Handhabung nützlich sind. Zum Beispiel der schnellere Autofokus, der auch noch mal zu nennen ist. Da war das iPhone 5S ja auch schon ziemlich flott, also da Innovationen im Detail. Und was auch eine ganze Neuheit ist bei Apple, NFC hat endlich Einzug gehalten. Zunächst in den USA fürs Bezahlen. Das wird dann sicher aber auch nach Europa, nach Deutschland kommen, denn NFC ist ja auch in vielen Bezahlterminals jetzt schon eingebaut und Vodafone und Telekom-Kunden können jetzt schon mit Samsung und anderen Android-Handys drahtlos bezahlen. In Zukunft dann also auch bei Apple. Möglicherweise kommt man dann auch um einen speziellen Vertrag bei Vodafone oder Telekom drumherum. Das ist also auch eine Innovation, die zumindest in der Zukunft einiges in Bewegung setzen könnte, was das Bezahlen mit dem Handy angeht. Ja, was hat sich sonst noch getan? Viele Apple-Fans schreien eigentlich jedes Jahr, gibt uns mehr Akkulaufzeit. Ja, Apple hat zumindest ein bisschen drauf gehört. Beim iPhone 6 ist der Akku auch dicker geworden, stärker geworden. Allerdings wird wahrscheinlich in der Praxis, gerade beim Surfen via LTE, kein großer Vorteil zu merken sein. Also wer wirklich mehr Akkulaufzeit haben will als iPhone-Nutzer, der muss zum großen Modell greifen. Und das iPhone 6 Plus, das soll deutlich länger halten mit einer Akkuladung. Und aus meiner Sicht ist es so, dass gerade dieses Modell auch sozusagen die eigentliche Innovation ist bei diesen Neuvorstellungen. Auch bei der Kamera ist da noch ein bisschen mehr drin. Optischer Bildstabilisator, den es bei der Konkurrenz auch schon gibt, den gibt es nur im größten iPhone-Modell, sodass da praktisch alles drin ist, was technisch Apple sozusagen hat. Viele werden sich auch noch darüber freuen, dass das Gehäuse schmaler, schlanker geworden ist. Kleinen Wermutstropfen gibt es da. Allerdings das Objektiv, das ragt so ein kleines Stück raus, sodass in der Praxis, wenn man das also mitmisst, der Unterschied wohl minimal ist. Mein Fazit: Mit den iPhone 6 Modellen, mit den beiden neuen, hat Apple mit der Konkurrenz technisch weitgehend gleichgezogen. Allerdings, es gibt keinen Grund für Android-Nutzer oder Smartphone-Neuansteiger jetzt nur auf Apple zu schauen. Und hinzu kommt, dass die Preise mit bis zu 999 Euro einfach unzeitgemäß sind. Insofern denke ich, mit den neuen iPhones wird Apple jetzt seinen Marktanteil zwar erstmal bei den Apple-Fans, klassischen Apple-Fans, wieder ausbauen können,
aber Android in die Schranken weisen wird es nicht können. Ja, lange hat die Fachwelt darüber gerätselt und darauf gewartet, bringt Apple jetzt eine eigene Uhr oder nicht? Kommt die iWatch? Jetzt ist es raus. Anfang 2015 wird die Apple Watch, so heißt sie, in verschiedenen, mindestens drei verschiedenen Varianten auf den Markt kommen. Einstiegspreis 349 Euro, das ist ja so knapp das Doppelte von dem, was die Konkurrenz LG und Asus und Samsung so für ihre Uhren verlangt. Technisch muss man sagen, bietet Apple auch nicht viel mehr. Also es sind Fitnesssensoren drin, also man kann den Herzschlag messen und anzeigen, man kann also sein Fitnesstraining, sein Laufen damit messen, man kann unterwegs Twitter-Nachrichten, E-Mails anschauen oder auch benachrichtigen, direkt antworten, das Wetter aufrufen und so weiter. Und genauso wie bei Samsung und Co. ist es so, dass bei den meisten Smartwatch-Modellen und eben auch bei Apple die Uhr mit den vollen Funktionen nur funktioniert, wenn auch das iPhone irgendwo in der Tasche dabei ist. Ab dem 5er-Modell ist das möglich. So gesehen technisch keine Revolution. Was man so im ersten Hands-on aber sagen kann, dass die Bedienung, ja natürlich, das ist Apples Stärke, einfacher ist als bei der Konkurrenz und schon für den frühen Zeitpunkt der Vorstellung erstaunlich viele Apps und Funktionen angekündigt sein werden. Allerdings auch hier, Preis und Funktionsumfang weisen darauf hin, dass das noch kein Mainstream-Thema wird, sondern im ersten Schritt geht es an die Apple-Fanboys.